Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ja, wir waren ja letzte Woche in Gittersee unterwegs und haben da quasi den Anfang meines Besuches an der Windbergbahn. Jetzt sind sie mittlerweile 2 Wochen her. Ja, haben uns das angeschaut und ja, ich habe dann im weiteren Tagesverlauf mir dann noch den Marienschacht angeschaut. Da gibt es ja auch auf meinem Kanal schon das eine oder andere Video. Allerdings kommen ja immer mal wieder neue Abonnenten dazu und immer mal wieder neue Leute gucken meine Videos. Deshalb ist es auch nicht schlecht, wenn man da sich mal ein bisschen wiederholt. Dieses Foto ist übrigens in einem historischen Foto nachempfunden, was man im Internet leicht finden kann, wenn man da Marienschacht Bannewitz eingibt. Ja, hier haben wir das Schachtgebäude, was also eigentlich das letzte übrig gebliebene aus dem Steinkohlerevier rund um den Windberg übrig geblieben ist. Na, also diese Gebäude, die alle im 19. Jahrhundert erbaut wurden, sahen alle so aus. Na, das ist ein sogenannter Malakoff-Turm, benannt nach einem Turm, der also auf dem Krimkrieg, das gab es eine russische Befestigung, die Malakoff hieß, ne? Und nach dem wurde das benannt. Ne? Die gibt es nicht nur in Sachsen oder gab es nicht nur in Sachsen, es gibt also auch anderswo, unter anderem auch im Ruhrgebiet, solche Malakoff-Türme. Ja, ich bin dann hier mal ringsrum gelaufen, habe also die einzelnen Gebäudeteile fotografiert, um erstens mal einen aktuellen Stand zu haben, weil irgendwann ist, also es gibt immer noch den Traum, das Ganze mal nachzubauen. Na, und hier entweder gelasert oder im 3D-Druck dann auch dieses Gebäude hier zu bauen. Also man kann das dann im Photoshop kann man das dann entzerren, dass da also nicht nur hier so schräge Wände sind, sondern dass das wirklich alles wieder naja, rechteckig wird und man das dann als Vorlage nehmen kann. Und auch wenn da irgendwelche Bäume und Schirme und was der Geier, was alles im Weg ist. Na, das ist ja ein Gebäude, wo man also unter anderem heiraten kann dort. Und das wird also auch intensiv genutzt. Ich habe jetzt auch mal von innen fotografiert. Das habe ich bei meinem letzten Versuch leider ein bisschen vernachlässigt. Man sieht dann hier auch diese Grubenbahngleise. Ja, mit dieser Drehscheibe, die hier so halb verdeckt ist. Und hier ist auch, also was heute ein Fenster ist, das war früher halt mein Tor, na, wo es dann hier rausging. Da im Hintergrund ist also die Halde und also dann der ganze Abraum ausgeschüttet wurde. Ja, zu den technischen Dingen kann ich hier leider nicht so viel sagen, weil ich eben davon leider keine Ahnung habe. Hier vorne ist dann sozusagen unter dem Gitter noch sozusagen der eigentliche Schacht, der wohl heute noch 13 Meter tief ist. Ja, hier haben wir dann sozusagen das mittlere Gebäude. Da stand ganz früher die Fördermaschine drin. Und also die noch mit Dampf angetrieben wurde. Na, heute sieht es hier. Naja, doch recht festlich aus, weil wie gesagt, man kann eben dort heiraten und da ist Platz für die Gäste. Hier war dann früher die Dampfmaschine drin, als dann die Kohleförderung nach dem Krieg wieder aufgenommen wurde, kam dann hier so eine elektrische Fördermaschine rein. Das Ganze hat ja eigentlich nur in dieser Form überlebt, weil das jemand gekauft hat, nachdem die Kohleförderung vorbei war. Also alle anderen Gebäude wurden ja zum großen Teil gesprengt, vor allem diese Fördertürme. Na, deshalb hat sich dort nur dieser eine erhalten und der ist halt, da ist halt irgendwas produziert worden. Und nach dem Krieg ist dann, naja, auf Kommando der russischen Besatzer die Kohleförderung wieder aufgenommen worden. Später war dieser Schacht dann Versorgungsschacht für den Uranbergbau. Bis 1930 war hier dann sozusagen die Dampfmaschine, die dann den
die Fördermaschine, die eben nicht hier, sondern im Nachbarraum stand, dann angetrieben hat. Nebenan haben wir hier ein kleines Museum, wo also mit vielen Objekten und Bildern so ein bisschen die Geschichte des Bergbaus in dieser Gegend beleuchtet wird, natürlich mit Konzentration auf den Marienschacht. Ja, ich habe leider aufgrund, hatte ich ja vorige Woche schon erwähnt, gesundheitlicher Gründe, war das von mir aus nur so ein Blitzbesuch, deshalb habe ich jetzt auch nicht alles fotografiert, zumal dort auch fürchterlich viel Betrieb war an dem Tag. Das war ja Tag des offenen Denkmals und es gab Führung und ich wollte dann auch nicht während der Führung stören. Hier mal noch ein Blick in die Werkstatt, ne, die, also wir hatten ja vorige Woche die in Gittersee, die war ja auch schon ein bisschen historisch. Hier ist also noch ein paar Zacken schärfer, ne, mit diesem Riemenantrieb. Also das ist schon, ne, da kommen richtig historische Feelings auf. Hier haben wir den letzten originalen Kohlehund aus dem Marienschacht. Na, also die Steinkohleförderung, die wurde ja 1930 beendet. Und ja, bis die dahin waren die Dinger im Einsatz. Und das ist halt der letzte, der sich hier erhalten hat. Und der hier, naja, mit Steinkohle gefüllt in der Ausstellung präsentiert wird. Ja, warum das beendet wurde, das sehen wir vielleicht hier. Ne? Also hier liegt, wenn das nennt sich Steinkohle, aber die Betonung liegt wahrscheinlich hier eher auf Stein als auf Kohle. Also das gesamte Abbaugebiet war jetzt nicht unbedingt für hochwertige Kohle bekannt. Es war aber Steinkohle und ja, das war auch wahrscheinlich deutlich preiswerter, als wenn man sich jetzt die gute Kohle aus dem Ruhrgebiet oder aus Schlesien rangeholt hätte. Und für welche Anwendung auch immer hat das jetzt hier auch ausgereicht. Ne? Ja, wobei ich nicht weiß, ob die in den 30er Jahren das so gefördert haben oder ob das halt später hervorgeholt wurde, wo es dann, sagen wir mal, eher so Abraum war. Ne? Also um da sozusagen die Verbindung zu den Uranschächten da herzustellen. Ja, ich würde hier am liebsten mal einen Geigerzähler ranhalten. Ne? Also das wäre mal noch so eine Sache, die man mal noch machen könnte. Ja, auch das hier ist, naja, ein Wagen auf Schienen. Ob das hier ein Kohlehund ist oder ob das hier für Werkzeug ist oder was auch immer. Das entzieht sich leider meiner Kenntnis, da hätte ich wahrscheinlich doch die Führung mitmachen sollen. Ja, aber man kann sich ja auch was für das nächste Mal aufheben, na, wenn vielleicht dann noch ein bisschen mehr Zeit ist, dann vor Ort da aktiv zu sein. Ja, und hier haben wir ein Aquarell, was auch in der Ausstellung hängt. Ja, wir haben ja den Hermannschacht im Modell, der allerdings naja, eher fantasiereich ist, ne, weil er ja den Gleisplan des Glückaufschachtes in Kleinandorf hat. Und ja, aber wir ihn oder der Kollege ihn Hermannschacht genannt hat, weil er ihn eben immer gerne hinten an Possendorf sieht, ne, also an meinem Possendorf. In einem Fremo-Arrangement. Möchte hier mal aber anhand des Bildes mal auf was ganz anderes eingehen. Ihr erinnert vielleicht auch euch an die Diskussion, wo es um die sächsischen Farben ging, ne? Und wo dann gesagt wurde, ja, da gibt es ganz viele Postkarten und da sind die Farben, die sind alle ganz anders als überliefert ist. Und ja, das ist erstmal schon mal kein historisches Bild, was wir hier sehen. Ne? Denn es steht ja da, Aquarell von Christian Burckhardt nach einer alten Vorlage. Das heißt, das ist im Prinzip eine Kopie eines Originals. Ne? Eines alten Originals. Und auf diesem alten Original ist auch diese, naja, Schlepptenderlok drauf, die also ganz bestimmt nicht
auf der Windbergbahn gefahren ist. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist die Gleisführung, die ja hier irgendwie suggeriert, als ob die Windbergbahn am Hermannschacht vorbeiging. Das ging die aber nicht, ne? Die Windbergbahn endete im Hermannschacht. Und ja, das sieht hier, und dann muss er da, die endete an der Laderampe, ne? Also ich sehe ja keine Laderampe. Das ist hier, dieses Bild ist nahezu reine Fantasie. Na, die eigentliche Bahnstrecke müsste jetzt von hier aus gesehen hinter den Gebäuden liegen. Na, aber sie wurde einfach mal in den Vordergrund verlegt. Beim Studium hatte ich ja ein Fach, nannte sich historische Bildkunde, wo man sehr oft darauf hingewiesen wurde, dass der Gehalt von solchen Gemälden, also der geschichtswissenschaftliche Gehalt von solchen Gemälden immer sehr, sehr vorsichtig betrachtet werden sollte. Und das hier ist eben so ein Beleg, ne? Also ich hoffe, dass die Anordnung der Gebäude einigermaßen stimmt. Überprüfen kann ich es nicht, ne? Es hat aber eine gewisse Logik, ne? Also das, da auch dieser Malakow-Turm, die beiden Gebäude dahinter, das sieht so ein bisschen aus, auch wie Marienschacht, so ähnlich. Ganz hinten wieder, da ist die Dampfmaschine drin, wo also dann dahinter der Schornstein ist, die natürlich auch mit Kohle befeuert wird. Aber das, was eben hier die Bahn angeht, da ging es dem Künstler damals eher so ein bisschen um die Show und nicht um eine Wiedergabe der Realität. Deshalb kann ich hier auch immer wieder sagen, Vorsicht vor historischen Gemälden. Sie sind meistens nicht historisch, ne? Oder nur zum Teil. Gut, in dem Sinne möchte ich jetzt hier mal dieses relativ kurze Video beschließen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Vom Marienschacht gibt es irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wann auch immer, gibt es dann mal wieder etwas mehr. Na, das ist ja ein Thema, was immer wieder mal aufploppt. Vielleicht fangen wir auch mal an, den dann im Modell mal zu bauen. Wer weiß. Ich wünsche schönen Abend. Macht was draus.